Also ich ernähre mich ja nur noch komplett gesund, also von Laktose, Gluten und fettarmen Bio-Rüebli. Das geht ja gar nicht. Also ohne meine 6 Würste zum Morgen und zum Mittag und die ganze zum Nachtag geht also. Okay, da gar nichts. Ja, was haben wir jetzt schon alles diskutiert? Die klauen uns unsere Schwänze. Ich meine natürlich, die klauen uns unser Fleisch. Und mit dem Fleisch fressen wirst du unseren ganzen Planeten zerstören. Und so weiter. Aber mittlerweile ist es ziemlich still geworden um das Streitthema. Und da habe ich mir gedacht, komm, wir kippen einfach noch ein bisschen Öl rein, damit das wieder so schön entflammt und damit die Leute wieder etwas zum Schlägeln haben. Und dabei schauen wir uns doch einfach mal an, wie es heute mit der Ernährung aussieht und was eventuell das Food der Zukunft könnte sein. So, fangen wir doch einfach mal mit ein paar Fakten an. Und ja, Achtung, alle Zahlfetischisten, bitte halt mich ein bisschen zurück. 2019 ist in der Schweiz pro Kopf ca. 47,8 Kilogramm Fleisch konsumiert worden, über das ganze Jahr verteilt. Das ist etwa doppelt so viel, wie die WHO eigentlich empfiehlt, was man sollte essen. Also zwar weit über das Doppelte. Und wenn wir das nachher auf Jahrvergleich heisst es bei 8,5 Millionen Einwohnern in der Schweiz, dass das etwa 400 Millionen Kilo Fleisch sind. Das ist ein bisschen mehr als ich kann lüpfen. Knapp. Und wenn man das jetzt nur mal auf Tiere möchte rechnen, das nehmen wir mal beispielsweise eine Kuh, die ca. 300 Kilogramm abgibt, wenn man sie schlachtet, dann kommen wir auf knapp 1,4 Millionen Kühe. 1,4 Millionen Tiere, die jährlich nur für Essen geschlachtet werden. Das ist viel. Und ja klar, wir essen jetzt nicht nur Rind, sondern auch andere Tiere, wie Schafe und Geissen und Rösse und whatever. Das macht aber die Zahl nicht weniger gross, denn das heisst eher, dass es noch mehr wären, weil die geben ja weniger Gewicht ab und so. Ja, jetzt komm mal, die paar Millionen Tiere, die im Jahr geschlachtet werden in der Schweiz, das ist ja hier gar nicht mal so schlimm, oder? Wenn wir jetzt von Massentierhaltung möchten reden, dann ist die Schweiz sicher kein Spitzenreiter wie andere Länder, aber jetzt auch nicht unbedingt ein Schutzheiliger. Wir haben beispielsweise im EU-Vergleich, wenn wir jetzt beispielsweise von Säuren reden, haben sie wesentlich mehr Auslaufzeit, aber auch ein bisschen mehr Freiraum, also mehr Platz. Der ist zwar nicht viel grösser, aber er ist zumindest grösser. Aber trotzdem sollte man dabei nicht vergessen, dass der Schwung von sehr, sehr vielen Tieren zu Massentierhaltung häufig schon fast laufend ist. Und so sind halt sehr viele Bauern mittlerweile gezwungen, halt quasi Massentierhaltung zu betreiben, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein mit halt sehr grossen Konzernen. Und dementsprechend müssen sie halt aus einem wirtschaftlichen Aspekt sehr viel Tiere haben. Aus einer ethischen Sicht ist es aber so ein bisschen sehr fraghaft. Ja, schwierig, sag ich mal. Vor allem muss man sich auch überlegen, es werden immer mehr. Denn man muss immer mehr produzieren, um konkurrenzfähig zu sein. Andererseits haben wir immer weniger Platz, wo man für Landwirtschaft im Vieh- und Zuchtfaktor kann brauchen. Was auch dazu führt, dass immer mehr Tiere halt zusammengestopft werden, was im Umkehrschluss heisst, dass sie viel mehr mit Antibiotika müssen zubombardiert werden. Was nachher heisst, dass sie sehr wahrscheinlich antibiotikaresistent werden. Was dann dazu führt, dass sich sehr viele Viren in ihnen bilden und sie dann sehr superspreader-mässig artig unter ihnen können verteilen können. Stichwort Corona oder SARS oder Schweinegrippe. Die alle Sachen, die der Massentierhaltung entstanden sind. Ja gut, aber wenn wir jetzt alle Pflanzen essen, dann bringt es ja gar nicht, weil der Platz, der jetzt für Tiere aufgeht, der wird ja nachher noch mit Pflanzen gefüllt, oder nicht? Ha, stimmt. Weil entweder isst man ja Fleisch oder man isst Gemüse. Und wenn plötzlich das eine wegfallen würde, dann hätten wir dann plötzlich nur noch die Hälfte von unserer Ernährung. Und wenn das nachher, dann müssen wir alle sterben und verhungern. Und nachher sind noch 50% von dem sind nur Viehfutter, die wir nachher müssen verbrennen und Himmel nochmal, wir müssen alle sterben! Das ist echt ein scheiß Dilemma. Weil es ist ja nicht so, als ob man die Felder, die nachher für Viehfutter wegfallen, einfach mit Menschenfutter könnte aufstocken. Aber nein, das wär viel zu weit gedacht. Aber hold on, es wäre jetzt falsch zu sagen, dass Fleisch prinzipiell einfach schlecht ist. Fleisch beinhaltet sehr viel Eisen und andere Vitamine, die wir zum Überleben bräuchten. Und man halt über andere Substanzen zwar auch aufnehmen kann, aber halt nicht so komprimiert und viel wie halt wenig mit Fleisch. Trotzdem ist es so, dass Fleisch im direkten Vergleich mit pflanzlichen Sachen und Gemüse fast immer der Schlechte wird sein. Ich meine, Fleisch verbraucht immens viel Wasser. 1 Kilo Rind zum Beispiel braucht knapp 15
1000 Liter Wasser. Ein 1 Kilo Herd, das im Vergleich braucht gerade mal 130 Liter Wasser. Dazu braucht die Fleischproduktion immens viel Platz für die Tiere selber und natürlich auch für das Futter, das sie hergestellt müssen werden. Dazu kommt noch, dass all unsere Nutztiere halt Wiederkäuer sind. Das heisst, die Magen werden so gedöns gemacht und da kommt dann Methan raus und unser Klima findet Methan nicht ganz so geil. Schließlich ist Methan nebst CO2, das zweitstärkste Treibhausgas, nur halt 15 Mal schlimmer. Also quasi, wenn ihr ein Video von mir schaut und gleichzeitig noch 15 weitere Videos läuft. Aber es wäre auch falsch, nur auf dem Fleisch zu trampeln und nichts an Pflanzen zu kritisieren. Wenn wir schon beim Wasservergleich sind, kommen wir nochmal zu Avocados, wo 2,5 Avocados ca. 1000 Liter Wasser. Dazu müssen die eingeflogen werden aus Mittel- und Südamerika, was normal graue Energie aufstonkst. Und dazu werden sehr viele Avocados in Monokulturen gepflanzt und in Gegenden, wo es nicht unbedingt so viel Grundrecht für die Arbeiter dort gibt. Es ist ein ziemlicher Rattenschwanz, wo ich mit dem. Außerdem, was ebenfalls auch noch ein krasses Problem sind Pestizide oder Nitrat oder Monokultur. Letztere zum Beispiel sind halt enorm anfällig für Schädlinge und die zerstören halt häufig viel Erdinnen und so ziemlich das ganze Umland um die herum, was dann dazu führt, dass Bauern müssen Pestizide einsetzen, die nachher mit Nitrat unter anderem auch das Grundwasser runterläuft. Und ja, ich sage mal so, ich habe jetzt nicht unbedingt so viel Bock auf Scheiße im Wasser. Aber was kann man zum Schluss jetzt eigentlich sagen? Naja, Achtung, wir müssen raus aus dem Fleischkonsum. Und zwar so schnell wie möglich. Oder zumindest so weit regulieren, dass wir auf 2 bis 3 Mal monatlich pro Person kommen. Denn die Fleischproduktion ist ein immenser Fick für unser Klima. Und es ist auch ein sehr starker Vorantreiber für den Klimawandel. Und wenn wir wirklich effektiv etwas dagegen möchten machen, müssen wir unseren aktuellen Fleischkonsum enorm beschneiden. Also wirklich sehr, sehr, sehr. Dazu kommt noch ein ziemlich grosser ethischer Teil, aber naja, das muss jeder für sich. Dazu ist auch empfehlenswert, dass wir anfangen, mehr Algen zu essen oder Insekten. Mittlerweile gibt es sogar Fleisch aus dem Labor. Schmeckt genau gleich, hat die gleiche Inhaltsstoffe, sieht genau gleich aus, ist aber wesentlich umweltfreundlich. Und klar, wenn man jetzt sagt, ja, aber ich kaufe mein Fleisch aber nur vom Bio-Bauer nebenan mit guten Sigu und dies, das, was ich genau weiss, was drin ist. Ist schön und gut, ist aber auch nicht langfristig. Zum Beispiel, weißt du, was in deinem Schnitzelbrot von deinem Supermarkt deines Vertrauens ist? Oder im Dönerladen nebenan? Wahrscheinlich eher weniger. Fakt ist halt einfach, dass die Sachen hier im Raum stehen. Aber es muss jeder für sich entscheiden, was er daraus möchte machen. Möchte jetzt Vegetarier werden? Veganer werden? Möchte das gleiche behalten, wie es jetzt schon ist, jeden Tag Fleisch essen? Oder möchte halt einfach so stark reduzieren wie möglich, aber er möchte halt ab und zu noch mal ein bisschen davon naschen. Ja, das war es von mir. Wie gesagt, da unten, wenn Bedarf, wenn ihr möchtet. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!